80% der 11- bis 18-Jährigen lesen gerne bzw. sehr gerne. So die Ergebnisse unserer jüngsten Jugendmedienstudie. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Medienstudientalk. Auch wenn das Medienangebot immer mehr wird, bleibt das Lesen bei den Jugendlichen beliebt. Am liebsten werden Kriminalromane, Jugendbücher, Jugendromane, Thriller, Science-Fiction und Liebesromanen gelesen. Wir sind heute zu Gast in der Bibliothek in Ebensee und treffen uns hier mit Autorin Sarah Orlowski. Sie ist Kinder- und Jugendbuchautorin und wird uns erzählen, wie man Kinder und Jugendliche zum Lesen motiviert und wie sie selber vom Lesen zum Schreiben gekommen ist. Liebe Frau Orlowski, Sie haben kürzlich ein neues Buch herausgebracht und das ist auch gleich für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Wie sind Sie denn persönlich zum Schreiben gekommen? Schreiben ist mein persönliches Ausdrucksmedium. Ich habe schon als Kind Tagebuch geschrieben, als Jugendliche wahnsinnig intensiv. Ich habe begonnen, Geschichten zu schreiben und über den Dixie Kinderliteraturpreis und das damit einhergehende Stipendium 2009 hat sich das dann professionalisiert. Und sind Sie irgendwie motiviert geworden, gefördert? Irgendein Lehrer, der Sie begleitet hat und gesagt hat, wow, du kannst es, du hast so eine Fantasie, du bist so toll. Hat es irgendjemanden oder auch vielleicht die Eltern, die Sie da komplett unterstützt haben, auch in diesem Prozess zum Schreiben zu finden? Dass ich freiwillig geschrieben habe, ist schon in der Volksschule bemerkt worden. Das ist ja nicht immer so. Und ich hatte wirklich das Glück, durch die Bank Lehrkräfte in Deutsch zu haben, die mich gefördert haben. Angefangen von, du hast zwar 10 Rechtschreibfehler, aber trotzdem eine 1, weil der Text so irrsinnig lang war und sehr kreativ. Bis zu, möchtest du nicht ein Theaterstück schreiben? Also das waren wirklich sehr positive Erfahrungen. Wenn ich auf diese eine Schularbeit einen 5er gekriegt hätte, wo ich so viele Fehler reingehaut habe, weiß ich nicht, ob ich dann Kinder- und Jugendliteratur heute schreiben würde. Vielleicht schon, aber so war es sicher eine Rutsche, die da gelegt wurde. Mhm. Welche Bedeutung haben denn Bücher in Ihrem Leben? Ich durfte hier vorher 5 Minuten warten und habe schon ein Buch ausgeliehen, obwohl ich 3 am Nachttisch liegen habe. Also Bücher sind ein ganz wichtiger Teil meines Lebens und ich liebe Geschichten, ob ich sie lese, ob ich sie in Graphic Novels erfahre oder ob ich mir einen Fernsehfilm ansehe. Geschichten sind es, die ein wichtiges Futter für mich sind. Mhm. Wo findet man denn die Motivation und die Ideen, um Bücher und Geschichten zu schreiben? Bei mir kommt zuerst die Idee und die ist dann Motivation, sie irgendwie umzusetzen, für eine gewisse Altersgruppe in eine gewisse Form zu gießen und zu schauen, ob es funktioniert. Was braucht denn ein Buch, dass es dann für Jugendliche attraktiv ist? Was braucht's? Das Paradoxon für mich ist, dass wir Erwachsenen über Kinder- und Jugendliteratur reden und Kinder und Jugendliche konsumieren, aber es ist wenig Austausch mit der Zielgruppe selbst darüber, wie ein Buch sein muss. Man merkt dann, was gut ankommt und was nicht. Und das ist ein Kompliment. Aber dieser wissenschaftliche Austausch, der ist schwierig mit der Zielgruppe für diese Bücher. Was ist Ihre Erfahrung? Was kommt denn gut an? Ich glaube, man muss die Kinder und Jugendlichen ernst nehmen und ihnen im Buch auf Augenhöhe begegnen, ihre Themen kennen. Was nicht sein muss, ist, sich anzubiedern, zu lernen, was ihre Themen sind und dann versuchen, eine Jugendsprache möglichst getreu nachzuahmen. Das funktioniert einerseits nicht, weil sie, bis das Buch erschienen ist, diese Jugendsprache schon wieder verändert hat und andererseits ist es einfach uncool, wenn man sich anbietet. Sie sind auch bei Lesungen in Schulen unterwegs und halten auch Workshops. Wie bringt man denn Kinder und Jugendliche zum Lesen? Wie macht man es lesen? Wie macht man Bücher schmackhaft? Ob die Kinder das Buch im Nachhinein lesen, weiß ich nicht. Was ich versuche, ist, sie für die Geschichten zu begeistern. Und dann kann es schon vorkommen, dass man ein Buch liest oder gerade dieses Buch sich ausborgt oder die Eltern bittet, dass sie es kaufen, weil ich Spaß gehabt habe mit der Geschichte und es mir dann selbst erarbeite. Sie sind selber dreifache Mutter von eher kleineren Kindern. Wie gehen Sie da heran? Bringen Sie Ihren Kindern auch die Bücher schon näher? Wir haben
immer Bücher gehabt. Der Erstgeborene ist sicher am besten versorgt gewesen mit 1:1 Vorlesestunden. Die Gute-Nacht-Geschichte ist ein fixes Ritual bei uns. Das ist auch Kuschelzeit und da wird um jedes Kapitel, das noch gelesen wird, gekämpft. Und dann darf man das Buch auch unter der Bettdecke quasi heimlich noch weiterlesen. Wie wichtig ist es denn, dass die Kinder schon ganz früh Kontakt mit Büchern haben? Ich glaube, das ist wie mit gesundem Essen, mit Bewegung. Entweder man lernt das kennen und kann dann entscheiden, ist das was für mich oder nicht. Oder man wird sich auch später nicht dafür interessieren oder begeistern können, weil einem diese frühen Erfahrungen fehlen, weil es nicht Teil des Lebens ist. Das E-Book nimmt zu, aber dennoch greifen 72% der Jugendlichen häufiger zu einem Buch in gedruckter Form. Wir sitzen auch hier in der Bibliothek. Warum setzt sich denn das gedruckte Buch Ihrer Meinung nach immer noch durch bzw. ist so beliebt? Für mich ist es die Haptik, der Geruch eines neuen Buches, dass ich sehe, wie viele Seiten das hat, dass ich vor- und zurückblättern kann, dass ich was anzeichnen kann. So lese ich. Bei Kindern funktioniert ein E-Book, glaube ich, nicht, so interaktiv es sein möge. Da braucht es diese Sinnlichkeit. Und es kann praktisch sein, wenn ich 10 Romane am E-Reader mit habe. Aber für mich, ich habe noch nie ein E-Book gelesen, für mich braucht es diese Sinnlichkeit. Auch in der Schule spielt das Buch nach wie vor eine zentrale Rolle. Für 93% der Lehrkräfte ist es sehr wichtig, beziehungsweise wichtig, dass Schülerinnen und Schüler mit Büchern vertraut sind. Was können denn die Lehrkräfte tun, um die Lese- und vielleicht auch die Schreiblust bei den Kindern und Jugendlichen mehr zu wecken? Ich glaube, es braucht eben dieses Lusterweckungsprinzip, diesen Erfahrungsschatz, diese Lust an Geschichten zu arbeiten und Geschichten zu erfahren. Wenn der Fokus nur auf Grammatik, Rechtschreibung und die Schritte zur Geschichte ganz technisch liegt, dann, glaube ich, geht die Lust verloren. Und jetzt noch meine abschließende Frage. Was ist denn Ihr persönliches Lieblingsbuch? Ich habe ein farbig sortiertes Bücherregal zu Hause. Ich habe eins mit meinen Lieblingsbüchern und eins mit anderen, die auch sehr gut waren und die ich nicht weggeben kann. Und ich habe Lieblingsautoren, von denen ich alle Bücher liebe. Das ist Frieda Nielsen, das ist Gas Kolcher, auch wenn ich seinen Namen bis heute nicht richtig aussprechen kann, wie mir niederländische Kollegen versichert haben. genau, die beiden auf jeden Fall. Und welches Buch haben Sie am öftesten in Ihrem Leben schon gelesen? Das ist das Buch No und Ich, wo sich eine Schülerin aus wissenschaftlichem Interesse mit einer Obdachlosen beschäftigt für ein Referat und dann ihr Leben retten will. Es wird gezeigt, ob das funktioniert oder nicht. Vielen Dank für das spannende Interview. Danke auch. Wenn Sie noch nähere Informationen zu unserer Jugendmedienstudie haben möchten, dann finden Sie alle Unterlagen auf www.edugroup.at/innovation.